Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Car Mechanic Simulator 2021. Da steht sie. Unsere coole Karre. Soweit von der Funktion her müsste eigentlich alles funktionieren. Wir haben, glaube ich, alle Teile reingebaut. Natürlich noch keine Flüssigkeiten und so weiter aufgefüllt, aber eins nach dem anderen. Wir haben in der letzten Folge angefangen, Reifen zusammenzusetzen. Ja, ich hatte mir da Felgen besorgt und Reifen und ja, vom Stil her, ich bin mir immer noch nicht hundertprozentig sicher, ob das irgendwie passt. Das modernere Design plus die alten Reifen mit dem weißen Streifen. Wir werden das Endergebnis dann mal bewundern und notfalls, wir haben ja immer die Möglichkeit, nochmal alles zu ändern. Also somit kein Problem. Genau. Ja, da haben wir jetzt auch gleich den vierten Reifen hier aufgezogen. Das heißt, wir müssen noch die ganzen Räder auswuchten. Und wenn wir das dann getan haben, bringen wir die mal am Fahrzeug an. Dann gucken wir schon mal so grob, wie das aussieht, ob das vom Stil her passt oder nicht passt. Und falls es nicht passt, wie gesagt, wir haben die Möglichkeit, die Reifen zu verkaufen. Und wir holen uns nochmal andere. Aber erstmal gucken. Ja, wir haben die Karre auch noch gar nicht lackiert. Ich weiß auch noch gar nicht, welche Farbe ich die Karre dann lackieren werde. Also, es kann sich, oder beziehungsweise am Ende kann es halt doch ganz cool aussehen mit den Reifen. Müssen wir mal gucken. Genau. Ja, aber wir werden auf jeden Fall in der Folge mit dem Auto fertig. So ist auf jeden Fall der Plan. Problem ist jetzt nur halt mit diesen Reifen. Die werden wahrscheinlich nicht so eine ganz gute Straßenlage haben. Gerade mit so viel PS. Okay, wir haben alle aufgezogen, beziehungsweise ausgewuchtet. Aber wir probieren es mal aus. So. Gucken, wie sehr sich das beißt mit der. Okay, jetzt haben wir auch noch diese Zierkappe drauf gekriegt. Ja, ich glaube, das ist schon okay. Also, wir gucken mal. So, Reifen Nummer 2. Ach ja, ich glaube, das sieht ganz cool aus. Gibt Schlimmeres, auf jeden Fall. Man kann auch so ein Auto mit Felgen richtig verbocken, aber ich glaube, es sieht ganz cool aus. Man kann mit den Felgen, glaube ich, nicht ganz so viel falsch machen. So. Ich finde es auch bei meinem Auto immer so schäbig. Mit den Sommerreifen, es sieht so cool aus. Und dann habe ich für den Winter habe ich so total die Billo-Alufelgen. Die sehen total kacke aus und es passt einfach gar nicht zum Auto. Aber das sind halt Winterreifen, ja. Mit denen kannst du durch die Gegend rutschen. Wenn du an Bordstein anschlägst, passiert nichts, weil die einen fetten Reifen haben. Ja, es ist. Hauptsache die Funktion ist gegeben, sagen wir es mal so. Ja, ich finde, also jetzt schon ohne Karosserieteile, finde ich, sieht es cool aus. So, ich wollte mal gucken, ob wir dann. Gibt es da Motorhaube und sowas? Tuningteile, will ich gerade mal nachschauen. Moment. Falscher Shop war das. Okay, Stoßstange hinten und vorne kriegen wir andere. Wir kriegen andere Scheinwerfer im Tuning Shop. Plus Rücklichter. Nehmen wir direkt mit, oder? Genau. So, dann können wir aber wieder die ganz normalen Teile hier anbringen. Schade, dass es keine andere Motorhaube gibt. Stoßstange vorne müssten wir jetzt eine Variante B haben. Ja, okay, so krass ist der Unterschied jetzt nicht. Passt aber schon. Genau. Variante B. Kotflügel. Tür gibt es auch keine Tuningteile. Somit können wir die auch wieder drauf machen. Die Karosserieteile haben wir ja zum Glück alle general überholt. Ja, ich finde, das sieht doch ganz cool aus. Also so mit den Reifen meine ich jetzt. So, Stoßstange hinten. Lichter haben wir jetzt auch noch, Variante B. Sieht auch noch mal ein bisschen cooler aus. Okay. Die Scheiben. Habe ich keine. Die habe ich aber, glaube ich, noch. Habe ich auch nicht? Okay. Die habe ich auch verkauft. Jawohl. Gut. Moment. Jetzt geht's. So. Jetzt habe ich die Heckscheibe, glaube ich, zweimal drauf. Moment, falscher Shop. Moment. Muss ja erst wieder in den normalen Teil des Shops gehen. So, das kann weg. Es geht bei den Scheiben los, genau. Dafür müssen wir gerade mal hier drauf gehen. Windschutzscheibe. Türscheibe vorne rechts, genau. Und Heckscheibe. Seitenspiegel weiß ich nicht, ob die noch in Ordnung waren oder ob die auch kaputt waren. Müssen wir gleich mal gucken.
Außenspiegel links. So, haben wir den. Haben wir den. Da wir ja auch ein Level-Up hatten, müssen wir dann auch nochmal gucken, ob wir einen Kampagnenauftrag haben, fällt mir gerade ein. Oh, wir haben wieder einen. Machen wir dann. Ist auf jeden Fall eine sehr teure Karre. Haben wir jetzt schon mal gesehen. Ja. Okay. Komme ich gerade nicht rein, alles klar. Wollte mich eigentlich nur ums Innenleben kümmern. Machen wir es so. Innenleben. Gehen wir gerade mal gucken. Wo haben wir es? Innenausstattung. Da. Lenkrad 15. Bauen wir die Sitze wieder rein. Das Lenkrad wieder. Ups. Jawohl. Gut. Ich würde jetzt gerade mal anfangen, Flüssigkeiten einzufüllen. Bevor ich das auch wieder vergesse, der Motor trocken läuft und die Bremse nicht funktioniert. Okay. Ups, nein, ich wollte den nicht rausbauen. Moment. Ich habe außerdem den Deckel nicht getroffen. Ich muss aber den Deckel treffen, sonst geht es nicht. So. Kühlerflüssigkeit noch rein. Gut, dann haben wir das auch. Dann fehlt jetzt noch das Scheibenwischwasser. Gut. Ich weiß jetzt nicht, was ich wieder noch alles vergessen habe. Das werden wir dann wahrscheinlich erleben. Gut, wollen wir gerade mal... Moment, nein, wollte ich nicht. Ich wollte jetzt gerade eigentlich mit dem Auto erstmal in die Lackiererei gehen. Wir müssen noch die Spur einstellen, wir müssen auch noch die Lichter einstellen und so ein Zeugs machen. Aber wir gucken jetzt erstmal hier, Fahrzeug lackieren. Ja, ich frage mich aber trotzdem, wie kann man ein Fahrzeug mit zwei Farben lackieren? Weil wir sehen es ja. Es ist ja hier auch ein Teil von der ganz normalen Karosse. Das heißt, ich könnte die Teile abbauen und könnte die einzeln lackieren. Ja, die Türen zum Beispiel oder die Motorhaube. Aber ich habe halt irgendwie keine Möglichkeit, jetzt auch zu sagen, ja, den oberen Teil möchte ich so haben, den unteren Teil möchte ich so haben. Habe ich noch nicht gefunden. Wir haben hier Design Sets. Da können wir auswählen. Okay. Aber habe ich auch die Möglichkeit... Anscheinend aber nicht. Ich habe nicht die Möglichkeit, oben die Farbe anzupassen. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Die obere Farbe bleibt. Wenn ich ein Design Set auswähle, bleibt die obere Farbe. Okay. Das war dann, ja, schade, dass man halt oben nicht auswählen kann, welchen Farbton man da haben möchte. Und es sieht halt auch ein bisschen wie Paint aus, als hätte man da irgendwie so eine Linie lang gezogen. Das ist kein schöner Übergang, also von den Farben. Wisst ihr, was ich meine? Man sieht nämlich die Abstufung vom Lack. Das sieht ein bisschen...
Das sieht ein bisschen merkwürdig aus, tatsächlich. Ich kann mich nicht entscheiden. Was machen wir denn? Ich finde es eigentlich mit dem schwarzen Streifen ganz cool. Mich nervt nur dieser Übergang. Man sieht auch hier, dass das mit den Farben überhaupt nicht hinhaut. Das sieht aus, als hätte man wirklich mit dem günstigsten Bildbearbeitungsprogramm da irgendwelche Linien gezogen, weil hier zum Beispiel auch ist ein kleiner weißer Strich noch neben dem schwarzen. Man sieht, es ist auch ein bisschen versetzt. Ja, also es passt hier nicht auf der Motorhaube komplett überein. Hier haben wir auch noch so einen hellen Rand, den wir sehen. Hier auch. Wie gesagt, das ist versetzt ein bisschen. Hier haben wir überall weiße Flecken. Nee, komm, das lassen wir weg. Das lassen wir weg. Das sieht nicht schön aus. Dann machen wir lieber die Farbe, die Karre in einer Farbe, weil, nee, alles andere ist irgendwie Fusch. Ja, das Auto, was mein Vater damals so ein bisschen, oder wo er ein bisschen dran rumgewerkelt hat, hatte ich ja schon mal erzählt vor ein paar Folgen, das war auch grünlich. Das war auch mehr so farbmäßig. Ich finde aber auch, dieses Rot passt einfach auch immer irgendwie zu Tuningkarren. Boah, grün matt. Ich finde auch so matte Fahrzeuge sehen auch richtig Bombe eigentlich aus. Ein richtig kleiner grüner Frosch. Also rot mit Chrom. Aber ich habe halt schon ein Fahrzeug so rot, so rötlich gemacht. Aber ich meine, ich habe es verkauft, aber trotzdem. Das ist natürlich auch nice, aber weiß ich nicht. Grün-bläulich. Ich finde das Grün eigentlich voll cool. Ich finde aber auch die Farbe für eine Tuning-Karre total Bombe eigentlich. Ich würde es entweder wirklich so machen. Ach so, ist auch gut. Aber ich glaube, grün wird es auf jeden Fall. Mattgrün. Sieht irgendwie aus wie aus einer anderen Welt. Metallic-Effekt, Perleffekt. Matt. Ich würde sagen, wir lassen den matt. Mattgrün. Entscheidung ist gefallen. Erstmal mattgrün. Ja. Ja. Der sieht cool aus. Auf jeden Fall. Das konnte man nicht auch irgendwie... Okay, der hat aber nicht wirklich die... Wir können hier vorne auf der Motorhaube Bonusteile anbringen. Moment. Was könnten wir denn Cooles da vorne drauf machen? LED-Lichtleiste vorne drauf. Ja. Was macht man denn da vorne drauf? Bin ich gerade ein bisschen überfragt, weil was will man da vorne drauf machen auf die Motorhaube? Eine LED-Lichtleiste, Lufthutze, Pizzazeichen, Polizeilichter vorne auf die Motorhaube. Das sieht doch alles kacke aus. Taxi, ich kann auch keinen Heckspoiler da irgendwie drauf machen. Dachbox? Hä? Also da bin ich jetzt wirklich ein bisschen überfragt. Was will man denn hier vorne drauf machen, was cool aussieht? Ich. Keine Ahnung. Darauf erstmal reinsetzen ins Auto. Läuft sogar. Oh, habe ich wieder die Klammern vergessen? Entschuldigung. Aber es läuft. Dann weiß ich auch, wo ich es vergessen habe. Wir hatten aber, glaube ich, nur eine Klammer lang noch im Inventar, oder? Ja. Wenn wir sonst nichts vergessen haben... Ich frage mich doch, was...
Das passt doch auch nicht. Man, wir können mal, wir gucken es uns mal an, aber das gibt auch keinen Sinn. Habe ich jetzt die Klammer nicht aufgeschrieben? Klammer lang brauchen wir. So. Das Schöne ist, wir haben halt genug Geld, dass wir einfach so Sachen rumprobieren können. Moment, nee, falsch. Das war wieder falsch. Wir müssen hier drauf, Montage von Zusatzteilen, Bonusteil. Wenn man da jetzt zwei von drauf macht, findet ihr das cool oder eher kacke? Also ich muss sagen, ich find's eher... Nein, falsch. Ich find's eher kacke. Mein Bonusteil, wir können theoretisch... Ich die Karre hier mal wegräume. Wegräume, klingt so gut. Die tun wir mal weg. Theoretisch könnte man diese Lufthutzen auch grün matt lackieren. Wenn's funktioniert. Eich. Oder man macht sie schwarz irgendwie. Schwarz auf dem matten Grün. Au. Oder kann man das nicht lackieren, das Teil? Da sehe ich es nicht. Da sehe ich es nicht. Da ist es. Komm, wir kaufen uns nochmal so ein Ding. Machen wir beide mal drauf. Was anderes kann da vorne eigentlich wirklich nicht hin. Das wäre sehr merkwürdig. Aber der Aufbau hat jetzt doch ganz schön viel Geld gekostet. Wir haben jetzt nur noch 127.000. Ich meine, immer noch genug, aber trotzdem ganz schön viel Geld verloren bei dem Ding. Aber klar, kostet halt. So geht's eigentlich, finde ich. Ja, da fällt nicht ganz so doll auf. Man hat hier schöne Lufteinlässe. Ja, komm, lassen wir es mal so. Gut, dann würde ich gerne. Gehen wir mal auf den Motorprüfstand. Dann können wir aus Getriebe noch ein bisschen einstellen und so weiter. Aber ich wollte gerade nochmal nachgucken, was hat denn die Karre eigentlich so standardmäßig für Leistung? 145 PS. Da werden wir wahrscheinlich nicht ganz so viel rausgeholt haben. Aber wir müssen das Getriebe auch noch anpassen und so weiter. Gewinn, wir könnten die Karre für 47.517 Gewinn verkaufen. Ist auch nicht ganz so viel, aber ich finde es trotzdem eine ganz schicke Karre zum Hinstellen. Genau. Wir gucken mal auf den Motorprüfstand. Würde mich einfach mal interessieren. 145 PS war vorher. Gucken, wie viel es jetzt danach sind. Okay, 236 ist jetzt auch nicht ganz so krass, ist aber auch voll in Ordnung. So, wir haben ja die Möglichkeit, das Getriebe auch noch einzustellen. Drei Gänge, bitte, was? Gehen wir mal ein bisschen höher, so. Ja. Der erste Gang bis 70 km/h hochziehen, weiß ich nicht. Machen wir es mal so. Wir probieren es jetzt erstmal aus. Gut, das können wir nicht machen, das auch nicht, weil wir das Tuning-Gedöns nicht freigeschaltet haben, beziehungsweise das DLC nicht besitzen, oder?
Track Racing DLC, genau. Besitzen wir nicht. Somit können wir das nicht machen. Dann wir mal auf die Rennstrecke gehen. Ah, nee, stimmt, ich habe ja vergessen, die Spur muss noch justiert werden. Ups. Upsi, upsi. Entschuldigung. Spur justieren. Ganz wichtig. Sonst fahren wir um die Kurve, ohne es zu wollen. Okay. Oh, ja, auf jeden Fall wichtig. Auf jeden Fall wichtig. So, das passt schon mal. Licht ist auch perfekt. Ja, um andere zu blenden. So, okay. Linker Scheinwerfer passt. Da hätten wir jetzt vielleicht ein paar Käfer mitgeblendet, weil der ist ziemlich nach unten gerichtet, der auf der rechten Seite. Okay, dann haben wir das auch. Gehen wir auf die Rennstrecke, würde ich sagen. Rennstrecke, zack, zack, fahren. Wir haben an alles gedacht, Karre läuft. Spur ist eingestellt, Getriebe haben wir eingestellt. Wahrscheinlich schlecht eingestellt, aber ich finde es so ein bisschen logischer. Schöne Schaukelkarre, die Reifen sind auch nicht das Beste für Rennfahren. Auf jeden Fall nicht, aber... Wow. Diese weiche Federung ist immer so tödlich bei so Autos. Die sich da so derbe in die Kurven reinlegen. Also es ist wirklich tödlich. Es lässt sich nicht gut fahren in dem Sinne. Man merkt ja, es lehnt sich einfach wirklich voll in die Kurven rein. Aber ich finde, es sieht trotzdem ganz cool aus, oder? So als kleine Ausstellungskarre. Upsi. War schon vorher kaputt. Zum Glück nehmen wir keinen Schaden so wirklich. Ach. Kleines Sammlerauto. Ganz cool. Jo, nächstes Projekt wird dann Kampagnenauftrag. Sehr edle, teure Karre. Sieht jedenfalls so aus. Und dann werden wir auch mal gucken, dass wir einen Mondeo irgendwo... ich sag immer Mondeo. Warum sag ich immer Mondeo? Ford, Mondeo. Ja, ich fahre einen. Aber ich will einen Mustang. Mondeo habe ich zu Hause. Dass wir den neueren Mustang finden und den auch kaufen können. Den uns leisten können, das ist ja immer so die Sache. Und dann bauen wir den auf, auch als Tuning-Fahrzeug. Ich bin da mal gespannt, wie der sich auf der Rennstrecke schlägt. Könnte ganz cool werden. Könnte ganz cool werden. Das muss so sein. Das muss so sein. Ja, die Karre ist natürlich schön langsam, aber die lässt sich halt auch wirklich nicht gut steuern. So vom Getriebe her finde ich passt zum Schalten. Ist in Ordnung, aber die Kurvenlage ist halt alles andere als feierlich. Aber es ist ja, soll ja auch nicht für Rennfahren irgendwie gemacht sein, die Karre. Das ist Spaßkarre, so einfach zum Hinstellen, soll man einfach sehen. Und ich denke mal, das Ziel haben wir erreicht. Genau, dann haben wir das auch abgeschlossen. Dann können wir jetzt noch... Ich würde jetzt gerne schauen, ob wir irgendwo einen Mustang finden. Ich frage mich, wo schon wieder mein blaues Auto ist. Das ist wieder irgendwo, ich weiß nicht wo. Es kommt mal und es geht mal. Ich kann es leider nicht sagen. Das ist der schönere Stellplatz. Neben den Toren. Jo, das macht doch was her. Es passt schon, auf jeden Fall. Ja. Mach ich gerade mal schnell ein Foto. So, haben wir das auch gemacht. Ja, wir machen mal weiter. Karte. Wollen wir gerade mal beim Schrottplatz nochmal gucken, ob da irgendwelche coolen Autos rumstehen. Vielleicht steht da hier irgendein Schrott-Mustang, der nicht ganz so teuer ist. Das ist so meine Hoffnung, weil bei diesen Auktionen, das ist einfach so derbe unrealistisch.
Da wäre mir der Schrottplatz lieber, wo ich dann Festpreis habe und die Schrottkarre dann für den Festpreis kaufen lande. Ich kann nicht mehr reden. Ich habe die letzten Tage, ich glaube, ich habe an zwei Tagen um die 30 Stunden durchgeredet. Gibt es sowas wie einen Muskelkater in der Zunge? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, es fällt jetzt langsam ein bisschen schwer. Oh, das ist ja auch noch so eine Traumkarre. 7000. Würde ich mir fast mitnehmen, ehrlich gesagt. Einfach nebenhin stellen schon mal und irgendwann daran rumarbeiten. Ich weiß nicht warum, ich finde das irgendwie... Es ist irgendwie total schäbig mit dieser Holzoptik nebenan, aber ich finde es auch irgendwie cool. Ich finde es auch irgendwie cool. Habe ich ja schon mehrfach gesagt. Ich irgendwie... Das ist eigentlich voll die Schrottkarre, aber andererseits, ich... Irgendwas gefällt mir an dem Ding. Bevor ich hier wieder leer weggehe vom Schrottplatz, nehme ich die Karre lieber mit, wenn wir schon mal so eine Kiste hier stehen haben. Aber andererseits, ich hätte halt gerne so einen anderen typisch amerikanischen Schlitten. Ich kann ja nicht meine komplette Werkstatt irgendwie mit Schrottkarren zuballern. Kann ich ja auch nicht machen eigentlich. Aber billiger als Schrottplatz findet man eigentlich kaum so Karren. Ich meine, da ist kaum noch was vorhanden. Das ist nur die Karosserie, Motor ist ein bisschen... Man sieht hier die Holzoptik. Ich weiß nicht, warum ich das so feiere. Das ist eigentlich so voll der blöde, hässliche Kombi. Aber irgendwie finde ich die Kiste auch interessant. Ach nee, komm, wir gehen. Ich hole mir so eine Kiste irgendwann mal. Wir gehen zum Auktionshaus. Scheunenkarte haben wir aktuell nicht. Wobei, ich muss mal gucken im Inventar, ob wir eine Kiste haben. Wir können ja mal gucken, ob wir vielleicht beim Auktionshaus auch so eine Karre finden. Vielleicht ist das günstiger. Normalerweise Auktionshaus ist einfach nur schweineteuer. Ich sehe aber aktuell keine Kiste. Kiste? Keine Kiste. Okay. Gut, Karte. Workshop-Strecken habe ich auch noch nicht gesehen. Cool. Auktionshaus. Da VMAX-Teststrecke wollte ich auch nochmal hingehen mit unserem blauen Fahrzeug. Auktionshaus klingt, glaube ich, ganz gut. Gehen wir da nochmal gucken, ob wir irgendeine Schrottkarre finden, die ich suche. Und bei der ich nicht 100.000 Euro für nur eine Mustang-Karosse irgendwie eine verrostete ausgeben muss. Was haben wir denn hier Schönes? Das ist alles jetzt nicht so meins, das ist alles auch nicht so meins. Das auch nicht, auch nicht, auch nicht. 2464, das ist so eine Karre vom Schrottplatz eben. Schade, die haben keinen Mustang aktuell. Wir können aber mal spaßeshalber hier schauen, was da so das Gebot ist. Der ist, ja, der hat ein paar mehr Motorteile drin, aber die sind alle auch komplett für den Arsch. Dafür fehlt mehr von der Karosse, es fehlen Reifen und so weiter. Wir gehen einfach mal gucken. Mehr als 7000 gebe ich nicht aus für das Ding. Nee, da bin ich raus. Da bin ich raus. Ja, sehr, sehr enttäuschend. Hier hätten wir wieder ein... Ja, auch so Mustang-mäßig. Nee, nicht Mustang-mäßig. Schon. Na, egal. Ja, aber den Mustang, den ich suche, gibt es aktuell hier nicht. Wir können nochmal beim anderen Auktionshaus vorbeischauen. Aber das sind halt Autos, die sind in einem besseren Zustand. So eine Karre hätte ich ja auch voll gerne. Erinnert mich immer an GTA Vice City, erzähle ich ja immer wieder. Ich finde die einfach mega cool mit diesen Flügeln hinten. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Aber wenn das Gebot oder Startpreis schon 13.000 ist. Die Kiste ist in einem guten Zustand. Nee, komm, das ist mir auch zu viel. Ich will ja an den Karren selber rumschrauben. Die Karren hier bei dem Auktionshaus, die sind in einem besseren Zustand als bei dem anderen. Und dann hast du natürlich das Problem... Beziehungsweise, was heißt Problem? Aber du tust dann ganz viele gute Teile ausbauen, schmeißt die weg und tust dann Tuning-Teile reinsetzen. Und wenn du sowieso die Karre komplett tunen willst, musst du alles rausnehmen. Und wenn du halt diese Schrottkarren hier kaufst, dann hast du natürlich nur noch ein paar Teile drin und musst nur die paar rausnehmen. Oh!
Habe ich ja eben übersehen. Crown Vic. Ford Crown Vic. Da machen wir ein Polizeiauto draus. Die Kiste will ich haben. Das habe ich auch ganz vergessen. Das ist auch so eine Traumkarre. Ja. Das ist Crown Vic. Typisch Polizeiauto in Amerika. Und will ich haben. Es gibt einen Blaulichtbalken, den will ich da draufpacken. Kackegal, was die anderen bieten. Will ich haben. Meins. Geht weg. Hört auf. Stopp. Ist jetzt mal gut. Das ist ein Haufen Schrott. Das ist ein Haufen Schrott für 10.000. Kannst du nur mit dem Kopf schütteln, was hier für Angebote sind. Aber geil. Gab halt jetzt eine Planänderung. Ja, eigentlich war jetzt geplant Mustang, vielleicht Ami-Schlitten. Ich habe den Crown Vic total vergessen. Den bauen wir auf. Setz einen Blaulichtbalken oben drauf. Ich will die Türen dann so ein bisschen, ja, amerikanisch Polizeistil lackieren. Das heißt, die Türen machen wir vielleicht schwarz oder machen wir die restliche Karosse schwarz, die Türen weiß. Nee, ich würde die restliche Karosse vielleicht weiß machen, Motorhaube und Türen schwarz, Kofferraum schwarz. Dann haben wir so ein bisschen Polizeistil und obendrauf würde ich dann gerne den Blaulichtbalken drauf machen. Wir haben hier ja bei dem Zubehörshop hier Polizeilichter. Würde ich total gerne da drauf klatschen und dann haben wir so ein Polizeiauto. Bin ich voll dafür. Ey, 10.000 Euro für dieses Ding kannst du dir nicht ausdenken. Kannst du dir nicht ausdenken, das ist alles Schrott. Das ist alles Schrott, müssen wir alles rausnehmen. Komplett. Komplett Schrott. 10.000 Euro. Oder 10.000 Geld, sagen wir es mal so. Für komplett Schrott. Was habe ich da gekauft? Und es ist schon wieder ein Auto, was ich behalten möchte. Das ist das Schlimme. Muss ich doch die Karre verkaufen? Nee, Quatsch. Wir haben noch 116.000, wir machen ja noch Aufträge nebenbei. Ach ja, das ist natürlich... Naja, was will man machen? Können wir schon mal anfangen, hier ein bisschen was auseinanderzunehmen. Machen die... Beziehungsweise ich würde die Karre dann auch, glaube ich, gleich erstmal in die Waschanlage schmeißen. Die ist so verstaubt und dreckig. Aber geil, dann bauen wir unser eigenes Polizeiauto zusammen. Ich freue mich. Ich würde trotzdem jetzt gerne nochmal schnell in die Waschanlage gehen, schon mal die Karosse schweißen, damit die nicht mehr ganz so schäbig aussieht, damit man auch erkennt, dass wir hier ein Auto haben. Genau. Einmal von außen. Wir machen auch gleich von innen sauber. Ist natürlich auch geil, ohne Fenster und sowas. Ohne Türen das Auto von außen waschen. Okay, dann sehen wir. Das haben wir für 10.000 Euro gekauft. 10.000 Geld. Diese Auktion hier macht mich fertig. Ja, bei dem Mustang, das hat mich am meisten geschockt. Startgebot 1000 irgendwas und dann wird da hochgehandelt bis 55, 56, 57.000. Und da war ja noch lange nicht Stopp, da bin ich ja nur ausgestiegen. Unglaublich unrealistisch. Aber egal. So, wir machen jetzt hier wenigstens mal den Rost weg, würde ich noch sagen, in der Folge. Die geht dann schon wieder viel zu lange. Ich bin immer noch in Vorbereitung für Katrins Urlaub quasi. Aufnahmedatum von der Folge ist auch wieder 12. Juli, also da nicht wundern, wenn ihr irgendwas in die Kommentare geschrieben habt, dass es ein bisschen länger dauert, bis ich drauf reagiere. Ja, normalerweise versuche ich immer so vorzuproduzieren, dass ich ungefähr eine Woche Vorrat habe, falls ich mal krank werde oder irgendwas dazwischen kommt, dass es auf YouTube nur normal weitergeht. Jetzt aber halt durch den Urlaub von Katrin muss ich halt noch ein bisschen mehr vorbereiten. So, da haben wir wenigstens von äußerlich schon mal eine einigermaßen... rostfreie Karre, aber die ganzen Teile sind halt komplett fertig. Na gut, wir machen damit... Ich weiß nicht, ob wir in der nächsten Folge damit weitermachen oder mit dem Kampagnenauftrag. Damit mache ich erst weiter quasi nach dem Urlaub. Ich habe jetzt alle Folgen von Car Mechanic Simulator aufgenommen, sogar schon eine mehr, als ich eigentlich müsste, aber ich wollte jetzt nicht aufhören. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst eine Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, gerne auch den Discord-Server beitreten und gerne auch den Kanal mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.